Hier spricht wieder Ostro und es geht weiter mit einer weiteren Folge Dragon Age Origins und wir sind in Javirs Unterschlupf und wir wollen jetzt mal schauen und schauen, was es hier so zu looten gibt. Karta Türsteher. Ja, ich fange schon an zu speichern. Ich weiß, es ist keine 20 Sekunden her, dass das Ding hier angefangen hat, aber ist egal. Guten Tag. Wie lautet die Parole? Javier lutscht Echseneier. Wir haben einen Märtyrer, Jungs. Das wollte ich schon immer mal sagen. Wir versuchen mal so weit wie möglich nach da zu kommen. Ne, den kann ich nicht befehligen, leider. Morrigan, geh doch mal hier rüber. Jetzt haben die alle wieder standen hier, oder was? Das gibt's ja auch nicht. Das ist ja auch eine Seltenheit. Ach nee, da hat einer nicht widerstanden. Okay. Gut, das ist ja schon mal beruhigend. So, mal hier dem liebsten Alistair so ein bisschen unter die Arme greifen. Scheint auf jeden Fall eine dicke Prügelei zu werden. Ich kann da nicht angreifen. Warum kann ich denn nicht angreifen? Er will nicht. Ich scheine da irgendwie gebackt zu sein und ich hänge da auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen fest. Alistair, versuch mal dann dein Glück. Da ist er zerborsten. Der ist leider wieder aufgewacht. Schade. Alistair, nicht sterben. Ja, Ich kann dir jetzt aber leider wenig helfen. Leider. Ich kann mal versuchen, dann Blitz drauf zu schleudern. Sehr gut, hat doch geholfen. So, und jetzt können wir da hinten mit dem Schildschlag arbeiten. Und guck mal, da haben wir noch einen Wundumschlag. Obwohl, ja, wenn er jetzt gerade liegt, können wir jetzt versuchen, ihm wenigstens so ein bisschen. Nein. Oh, doch, hat er geschafft. Normalerweise dürfte er eher jetzt keinen Bericht erstattet haben, dass wir hier einfach durchmarschiert sind. Ist sehr gut gelaufen. Sehr gut gelaufen. Alistair hat alles gut gemacht, alles richtig gemacht. Alles schön. Welche Taste ist das denn jetzt hier genau? Ne, das ist sie nicht. Ist das nicht die? Ist das die da? Ach, das ist die da hinten. Okay, alles klar. Ich habe die Taste gefunden, womit ich alle meine Gruppenmitglieder sofort anwähle. Fortschritt für mich. Weil das habe ich die ganze Zeit über gesucht. Mit der Parole hätten wir wahrscheinlich auch so da reingehen können. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich da... Da geht's geradeaus. Da sind... Da stehen schon welche, oder was? Jo, hallo. Guten Tag. Jetzt kommen die doch aus dem Ding. Gut, wir müssen auf jeden Fall keine Sorgen haben, dass es irgendwie Magier gibt oder so. Das finde ich schon mal mega geil. Oh, dann machen wir mal. Da haben sie... Da fängt es doch schon gleich schlecht an für die Leute. Gleich in Eis gesetzt, die Typen. Boff. Gleich auf die Fresse. Und der nächste ist tot. Und der nächste ist tot. Sind nicht unbedingt die besten Gauner, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Aber wenigstens gibt es wieder ein bisschen Action, was auf die Nüsse. Nachdem wir jetzt gelernt haben, wie die Parole heißt, nämlich Javier lutscht Echseneier. Was ich den mega witzigsten Spruch finde, der hier jemals gerissen wurde. Gut wissen wir das auch. Weil da muss ich jetzt nicht mehr unbedingt helfen. Versuchen wir mal da ein bisschen was abzugewinnen. Dauert leider zu. Oh, nein, doch nicht. Machen wir da mal die Tür zu. Ich dachte, hätte länger gedauert als das.
Aber der kritische Treffer hat ihn doch noch zugesetzt. Mal eben schauen. Hier einen Wundumschlag benutzen. Nicht, dass der Alistar nochmal umfällt. Das habe ich nämlich eigentlich nicht in der Planung. Und da hinten können wir genau auf den Bogenschützen gehen. Könnten wir bitte nicht hier festhängen gerade mit dem Bein? Dankeschön. Läuft doch gut. Ja, Alistar, du hast völlig recht. Es sind auf jeden Fall eine ganze Menge Leute, die hier ihr Leben lassen. Für jemanden, der sie eigentlich nur rumschubst. Da kann ich noch was öffnen. Letterhelm. Jammers Tagebuch. Neuer Kultusantrag Jammers Kiste. Es war eine gute Saison, Kanki. Ziemlich hinterhältig auch. Darum müssen wir vorsichtig sein. Ich bringe meine Hälfte zur Oberfläche, um einen guten Preis rauszuschlagen. Deine Hälfte ist in meiner Kiste. Sie hat eins von Piquis Schlössern, das übliche. Du brauchst drei Teile aus unseren normalen Truhen, bevor du überhaupt versuchen kannst, es zu öffnen. Sie hat sie auf hoch-niedrig eingestellt, weil du hier den besten Blick für sowas hast. Ich habe dafür einen Teil der Beute gefälscht. Du nimmst nur das Ding, das am billigsten aussieht, aus jeder Truhe und dann kannst du die Kiste öffnen. Das teuer aussehende Zeug ist ein Köder und ich habe Fallen dran gehängt. Entweder nimmst du das Richtige raus oder eben nicht. Und dann hast du hoffentlich kein Problem damit, ein wenig zu humpeln. Vielen Glück, Gemma. Okay. Ich soll nur den billigen Scheiß aus den Truhen looten. Aber gern. Hier ist meine Fähigkeit schon mal unzureichend. Das ist schon mal beruhigend. Ja, ist doch nett. Die kümmern sich auf jeden Fall umeinander hier, die Zwerge. Ich denke mal, ich werde den restlichen Raumscheiß auch ein bisschen öffnen. Guten Tag! Ich bin Quari-Söldner, warum? Alistar, wir gehen mal da hinten hin, während wir jetzt brüllen. Nehmen wir sie mit. Weil eigentlich macht nur das Sinn. Und da können wir nämlich die hier zersplittern lassen, alle drei zumindest versuchen zu zersplittern. Schade, hat nicht geklappt. Hätte aber klappen können. Du kannst ruhig mitkämpfen. So ist nicht. Zack, den ersten schon mal hier weggenölt. Den zweiten weggenölt. Den dritten weggenölt. Und Alistar steht noch rum. Klappt ausgezeichnet. Ich glaube, die meinen nicht das mit dem billigen Scheiß. Ich hoffe, die meinen andere Sachen. Starker Wundumschlag kann nicht mehr mitgenommen werden. Ja, dann weißt du was, Lederkappe, du bist nicht von Wert. Da ist wieder eine Truhe. Vielleicht kann ich diese öffnen. Ja, natürlich. Fähigkeit unzureichend. Das lese ich nicht unbedingt gern und das stimmt meine Laune nicht gerade besser. Naja. Naja, vielleicht tausche ich dich doch nochmal aus. Wenn du unfähig bist, irgendwelche Kisten zu öffnen, bist du von mir auch nicht wert. Ja, bist es auch nicht wert, mitgenommen zu werden, wollte ich natürlich sagen. Ich frage mich immer noch, warum ich diese komische Aufstellung habe, in dem Alice da hinten steht. Du kannst da ruhig, ja, okay. Und nochmal frage ich mich, warum die alle, sehr gut. Ja, du kannst ruhig, du darfst. Mach den mal kaputt da hinten. Du kannst den ruhig kaputt machen da hinten. Ach, das war ja toll. Naja. Könnten wir bitte nicht auf Morrigan rumprügeln? Boah, ist ja schnell, der Ustratis. Der haut ja da Dinger raus. Das ist ja unglaublich. Einer steht sogar noch da. Es scheint, als hätten wir Gesellschaft. Ja, ist doch schön. Gesellschaft ist doch immer gern gesehen. Kater-Gauner. Da hinten den Bogenschützen können wir mal eben mit den beiden nehmen. Und den Gauner können wir eben mit unseren beiden Nahkämpfern erledigen.
zack, 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 zack. Mit dem Monumentum zusammen ist es echt eine harte, übertriebene Nummer hier. Und tschüss. Nein, ich habe nicht daran gezweifelt, dass ihr das hinkriegt. Ihr seid ja auch best ausgebildet. Ja, gehen wir nochmal. Hier steht hier die Tür gerade offen. Es ist auch nicht so viel Arbeit, die dahinter steckt, die Leute zu erledigen. Es sieht nur viel aus, aber im Endeffekt... Puff! Oh, der ist sofort umgefallen. Harte Scheiße. Oh, unfairer Trick, hä? Na, ist nicht so schlimm. Du kriegst trotzdem was in den Rücken. Da ist ein bisschen Geld drin. Die können wir wahrscheinlich wieder nicht öffnen, ne? Gut, den zwergischen Schaltkolben muss ich jetzt auch nicht unbedingt mitnehmen. Hier sind nochmal zwei Truhen. Vielleicht kriege ich die ja auf, aber ich denke auch wieder da. Wird scheitern. Entriegelt. Handschuhe eines Staubfressers. Interessiert mich nicht. Was auch immer ihr wünscht. Verzeihung. Aber manchmal muss man auch mit Genuss genießen können. Gut. Auch nicht schlimm. Jetzt sind hinter dieser Tür noch welche. Warum ich die sehen kann, das liegt an dem Überlebensskill von Alistair, wer sich fragt, warum ich Leute wahrnehmen kann, die noch überhaupt nicht in meiner Nähe sind. Das liegt ganz allein, schlicht und ergreifend, einfach nur am Alistair. Der Humanoide. Ach, guck mal einer an. Eine Elfensöldnerin, die komischerweise Magie beherrscht. So, da kann mal der Alistair mal eben hier brüllen. Wie mal im Wegsmacken. Oh, ein Meuchelmörder. Sowas ist auch neu. Ich denke mal, dann packen wir den mal eben weg. Und gehen nur mal eben auf den Quarry. Dann schont das ein bisschen die... Sollst du nicht den ergreifen, sondern ihn. Dann schont das ein bisschen unsere Nerven. Und unsere Lebensbalken. Sehr gut. Da kann ich noch ein bisschen Geld plündern. Hier gibt es noch irgendwie Scheißzeug. Und Alistair und wir können jetzt den hier angreifen. Hat doch geklappt. Es läuft echt besser, als ich dachte. Crankys normale Truhe. Also ich soll den billigsten Scheiß nehmen. Da muss ich mal irgendwas loswerden. Und zwar die bürgerliche Kleidung kann ich vielleicht noch gebrauchen. Da weiß ich halt nicht. Tja, es gibt so viele Sachen, die ich augenscheinlich nicht gebrauchen kann. Ich weiß es nicht, was ich loswerden kann. Ich weiß es nicht. Private Dokumente, nein. So eine Kacke, ey. Säurefläschchen, Säurebeschichtungen, Eissalben, Natursalben. Ich glaube, ich mache mal sowas. Ich nehme mal den Silberring mit. Weil das soll ja der, ja. Die einfache, Sache sein. Was hat denn der Alistair da? Wahrscheinlich irgendeine Magie noch von der Söldnerin. Kankys normale Truhe. Okay, dann haben wir doch schon mal das theoretisch beste Stück, was wir da haben, rausgeholt. Ich denke mal ein... Ich bin wegen euch hier. Ja, das ist schön. Nicht schon gut. Ich bin wegen euch hier. Ja, das ist nett. Voll nett. Da sind richtig viele Leute drin. Ich guck mal eben um die Ecke. Da ist aber im Moment zu. Und geradeaus sind auch nicht gerade wenig. Katagauna, Katagauna, Katagauna. Katagauna, 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 Katagauna. Das machen wir alles in der nächsten Folge hier bei, ja, Dragon Age Origins. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch einfach ein Däumchen da und dann seht ihr ein Lächeln, ich komme nicht näher dran, auf diesen Gesichtern. Naja, also, bis dann.